Tagesordnungspunkte 18a und 18b. Beratung der Beschlussempfehlungen des Wirtschaftsausschusses zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Deutschlands Rohstoffabhängigkeit reduzieren, neue Rohstoffpartnerschaften auf den Weg bringen, heimische Rohstoffgewinnung stärken. Und zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Für eine erfolgreiche Politik der Außenwirtschaft und der Rohstoffsicherung ohne ideologische Scheuklappen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich bitte zügig Platz zu nehmen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Dr. Sandra Detzer für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Europäische Rohstoffgesetz ist verabschiedet. Auf Initiative der deutschen Bundesregierung und Frankreichs wurde vor etwas mehr als einem Jahr initiiert, dass dieses Gesetz auf den Weg kommt. Und jetzt hat sich Europa in Rekordzeit dieses Gesetz gegeben. Die Ziele sind ambitioniert. Bis 2030 sollen 10% der Rohstoffe aus heimischem Abbau kommen. 40% der Rohstoffe sollen in Europa weiter veredelt werden. 25% der Rohstoffe aus Recycling gewonnen. Und ein ganz zentraler Punkt in diesem Gesetz ist die Stärkung der Resilienz. Die Kommission, das Parlament, der Europäische Rat hat sich darauf verständigt, dass nur 65% eines kritischen Rohstoffs aus einem Herkunftsland kommen dürfen. Und das ist deswegen so zentral, weil wir gerade in Deutschland hier die Erfahrung gemacht haben, wie kritisch es sein kann, wenn man zu großen Teilen abhängig ist von einer zentralen, in unserem Fall russischen Gasenergiequelle. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass Europa diesen Weg in Richtung Resilienz geht. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dank an Franziska Brandner, unsere Staatssekretärin im BMWK, die dieses Gesetz auch maßgeblich mitverhandelt hat, die es immer wieder angeschoben hat, die insbesondere auch diese deutsch-französische Initiative auf den Weg gebracht hat. Das ist an der Stelle ein toller Erfolg und nochmal herzlichen Dank dafür. Interessant, gestern Abend bin ich mit größeren, mit kleineren Unternehmen zusammengesessen, die sich umgehend an die Arbeit machen wollen, in Deutschland mit dem Rohstoffabbau ernst zu machen. Deutschland verfügt über eine Menge Rohstoffe und es ist Zeit, dass wir einen Beitrag leisten, unseren Bedarf an Rohstoffen selber zu decken. Lithium, Zinn, Kali, um nur einige zu nennen, die sollten wir hier abbauen. Mit modernster Technologie, umweltschonend, minimalinvasiv. Es ist Zeit, das Image des Bergbaus zu erneuern. Denn wenn wir es richtig machen, ist der Bergbau keine Industrie der Vergangenheit, sondern eine Zukunft, einer klimaneutralen Zukunft, in der Europa resilient und wettbewerbsfähig ist. Und jetzt darf natürlich, wenn man über Rohstoffe redet, auch die Dimension der internationalen Partnerschaften nicht fehlen. Und auch an der Stelle kann die Bundesregierung, kann diese Ampel gute Nachrichten vermelden. Ein zentraler Bestandteil unserer Rohstoffstrategie ist es natürlich auch, internationale Partnerschaften zu schließen. Und an dieser Stelle ist es von enormer Wichtigkeit, dass das Europa-Chile-Abkommen unterzeichnet ist. Gut, denn auch in diesem Abkommen sind wichtige Aspekte des Handels mit Rohstoffen wie Lithium geregelt. Auf Augenhöhe, in einer fairen Partnerschaft, das ist so, wie wir uns das vorstellen. Und das ist genau der Punkt, warum auch internationale Partnerschaften so wichtig sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach Jahren des Stillstands arbeitet Deutschland dank der Bundesregierung endlich an der eigenen Rohstoffsouveränität. Diesen Fokus sollten wir dringend beibehalten. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Stefan Ruhenhoff für die Fraktion der CDU-CSU. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Deutschland braucht eine sichere Rohstoffversorgung, das ist völlig klar. Das ist die Grundvoraussetzung für eine leistungsfähige heimische Industrie. Und spätestens
Mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sollte uns allen hier im Hause klar sein, wir müssen in Zeiten wachsender geopolitischer Spannungen deutlich mehr unternehmen, damit die Rohstoffversorgung unserer Wirtschaft verlässlich und bezahlbar bleibt. Liebe Ampelfraktion, vor knapp 2 Jahren hat Ihr Bundeskanzler aufgrund der russischen Aggression gegenüber der Ukraine die Zeitenwende ausgerufen und ja, zugegeben, bei den Energierohstoffen haben Sie einige Schritte unternommen, um bestehende Abhängigkeiten zu reduzieren, aus der Not heraus wohlgemerkt. Aber beim Blick auf die mineralische Rohstoffsicherung fällt Ihre Bilanz bisher ziemlich schwach aus. Und liebe Frau Detzer, Sie haben gerade den Critical Raw Materials Act auf europäischer Ebene erwähnt. Ich bin froh, dass Sie das erwähnt haben. Ich bin froh, dass die FDP und auch aus Reihen der Union das sehr stark vorangetrieben wurde im Europäischen Parlament. Das möchte ich auch noch mal ausdrücklich unterstreichen. Und ich möchte an der Stelle eines sehr deutlich sagen. Ich bin sehr gespannt, ob Sie unter Beweis stellen, dass am Ende das Gesetz nicht ein Papiertiger ist, sondern dass Sie die gesetzlichen Fristen zur Genehmigung von Rohstoffvorhaben, von Bergbauvorhaben dann auch tatsächlich national umsetzen. Darauf wird es am Ende ankommen. Liebe Regierungsfraktionen, Sie haben sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, die deutsche Wirtschaft bei der Sicherung einer nachhaltigen Rohstoffversorgung zu unterstützen und den heimischen Rohstoffabbau zu erleichtern. Aber was ist denn eigentlich national tatsächlich passiert? Sie haben es bis heute nicht geschafft, eine Rohstoffstrategie auf den Weg zu bringen. Ihr Wirtschaftsminister Robert Habeck, Ihrem Wirtschaftsminister ist es nicht einmal gelungen, sich mit seinen Kabinettskollegen auf ein Eckpunktepapier zur Rohstoffpolitik zu verständigen. Das ist Ihre Politik. Ihre Politik ist eine Rohstoffpolitik, die vor sich herdümpelt. Die Wirtschaft wartet bis heute vergeblich auf die Rohstoffbevorratungsrücklage, die den Unternehmen bei der Lagerung von Rohstoffen tatsächlich auch helfen würde, und zwar ohne den Bundeshaushalt hier zusätzlich zu belasten. Und leider tut sich auch nichts bei der Erleichterung des heimischen Rohstoffabbaus. Seit mittlerweile 2 Jahren doktert das Wirtschaftsministerium, wohlgemerkt das grün geführte Wirtschaftsministerium, Frau Detzer, an einer Neufassung des Bergrechts herum. Und nach mehreren Fachgesprächen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, sind die Sorgen der Wirtschaft wahnsinnig groß. Die Sorgen der Wirtschaft sind so groß, dass sehr groß, dass am Ende es nicht zu einer Erleichterung des heimischen Rohstoffabbaus kommt, sondern zu einer deutlichen Erschwerung. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade von den Grünen, übernehmen Sie Verantwortung, hören Sie mit Ihrer Wirtschaftsverhinderungspolitik auf. Kleben Sie sich nicht ständig an Ihre grünen Lobbyorganisationen, wie es in den letzten Monaten sehr deutlich sichtbar war, und schaffen Sie endlich tatsächlich dann auch Erleichterung und Planungssicherheit für Bergbauunternehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, ich bin froh, dass Sie in der Bundesregierung die vom Wirtschafts- und Umweltministerium erarbeiteten Eckpunkte für ein neues Bergrecht zurückgewiesen haben. Lassen Sie sich auch im weiteren Verfahren bitte, bitte nicht auf faule Kompromisse ein, sondern setzen Sie sich ausnahmsweise auch für die Wirtschaft ein und geben Sie der Wirtschaft ein positives Zeichen. Meine Damen und Herren, mit Blick auf das deutsche Engagement beim Rohstoffabbau im Ausland bedauern wir als Unionsfraktion ausdrücklich, dass die Ampelregierung keine neuen bilateralen Rohstoffpartnerschaften mehr anstrebt. Das haben Sie in einer Kleinen Anfrage, die wir als Unionsfraktion gestellt haben, gesagt. Das ist in diesen Krisenzeichen das absolut falsche Signal. Ich möchte an der Stelle zwar sagen, dass wir es sehr deutlich begrüßen, dass die Bundesregierung das deutsch-chilenische Rohstoffpartnerschaftsabkommen Anfang 2023 erneuert hat. Sie haben da ja auch darauf hingewiesen. Aber wie bei allen Rohstoffpartnerschaften gilt natürlich auch hier, das muss mit Leben gefüllt werden. Und bei der Lithiumproduktion in Chile sieht es danach gerade nicht aus. Denn im letzten Jahr hat nicht ein deutsches Unternehmen den Zuschlag für die Lithiumproduktion erhalten, sondern ein chinesisches Unternehmen. Und das zeigt, dass noch viel zu tun ist.
Liebe Ampelkollegen, Sie müssen die rohstoffgewinnende Industrie stärker bei ihren Rohstoffaktivitäten im Ausland unterstützen. Sorgen Sie auch dafür, dass der Rohstofffonds kommt. Das ist nämlich auch eine Frage der Prioritätensetzung. Wenn 15 Milliarden Euro für zwei Chip-Unternehmen bereitgestellt werden, dann ist es... Kollege, denken Sie an Ihren noch folgenden Kollegen, bitte. Dann ist es umso wichtiger, dass gerade der Rohstofffonds bereitgestellt wird, weil er am Ende der gesamten deutschen Industrie hilft. Deshalb handeln Sie hier. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Bernd Westphal für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Glück auf zu der heutigen Abendstunde, dass wir über Rohstoffpolitik diskutieren, hat einen wichtigen Aspekt. Die Rohstoffe sind Voraussetzung für Wertschöpfung in Deutschland, die sind Voraussetzung für die Versorgung unserer Industrie, dass sie überhaupt in der Lage ist, Produkte zu erzeugen. Und viele in der Gesellschaft ist gar nicht bekannt, weil oft gesagt wird, wir sind ein rohstoffarmes Land. Das stimmt nicht. Wir haben sicherlich kommend aus dem letzten Jahrhundert mit der großen, breiten Palette an energetischen Rohstoffen, mit Kohle, Braunkohle und Steinkohle, auch energetische Rohstoffe gehabt, die wir gefördert haben. Und 1952 mit der Gründung der Montanunion haben Kohle und Stahl auch dafür gesorgt, als Grundlage für Europa, dass wir uns gut entwickeln können. Heute im 21. Jahrhundert angekommen, geht es allerdings darum, welche neuen Technologien wir entwickeln können. Und für die Energie- und Mobilitätswende sind Rohstoffe erforderlich. Nun haben wir sicherlich noch einen großen Bergbaubereich mit dem Kali- und Steinsalzbergbau und auch Mineralien wie zum Beispiel Zinn oder Zink, oder wir können auch Flussspat und andere Mineralien abbauen, die wir brauchen. Die sind essentiell Voraussetzung dafür, dass wir die innovativen Produktionen in Deutschland nach vorne bringen können. Und deshalb ist das gut mit Rahmenbedingungen. Und deshalb wollen wir ja, so ist es im Koalitionsvertrag auch festgehalten, das Bundesberggesetz reformieren. Wir wollen es weiterentwickeln. Und das ist erstmal ein Gesetz, was die Förderung und Gewinnung von Rohstoffen in Deutschland unterstützt. Darüber hinaus, neben den heimischen Rohstoffen, haben wir natürlich Ansprüche auch, ökologische und soziale Standards zu etablieren bei den Rohstoffen, die wir importieren. Und deshalb sind aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben mit dem brutalen Überfall Russlands auf die Ukraine, aber auch schon in der Pandemie Lieferketten unterbrochen, gestört gewesen. Und deshalb ist es richtig, dass die Bundesregierung unter Olaf Scholz sehr intensiv bemüht ist, Rohstoffpartnerschaften mit anderen Rohstoffländern zu bilden, sie zu unterzeichnen und dementsprechend mit diesen Partnerschaften auch den Rohstoffimport zu sichern. Und das sichert übrigens nicht nur den Import von diesen Rohstoffen, sondern auch, dass wir den anderen Ländern helfen, soziale und ökologische Standards zu etablieren. Und das unterscheidet uns von vielleicht den ein oder anderen Parteien in diesem Haus. Wir haben natürlich eine große Verantwortung, auch im europäischen Maßstab dafür zu sorgen, dass wir diese Rohstoffe, die hier nach Deutschland kommen, natürlich auch endlich sind und deshalb alles dafür tun müssen, dass wir mit einem Aufbau der Recyclingwirtschaft auch diese Rohstoffe, wenn sie dann in einem Produkt landen, auch das Produkt so designt ist, dass ein Recycling, eine Rückgewinnung, eine Wiederverwendung möglich ist. Deshalb wird das auch ein Schwerpunkt dieser Regierung sein, neben dem Import und Förderung nationaler Rohstoffe dafür zu sorgen, dass wir in der Recyclingindustrie weiterkommen und hier auch in diesem Planet die endlichen Rohstoffe dementsprechend verantwortlich mit umgehen. Als letzten Punkt will ich den Beschäftigten danken, die im Bergbau arbeiten. Das ist wirklich eine sehr verantwortungsvolle und auch teilweise schwere Arbeit, gerade sich, wenn man das in diesen Tagen jetzt anguckt, bei Minusgraden in einem Braunkohletagebau zu arbeiten, ist das schon eine anspruchsvolle Tätigkeit. Und viele untertägig gewonnene Rohstoffe sind dementsprechend auch mit einer hohen technologischen Einsatz, aber auch mit engagierten Fachkräften zu fördern und zu gewinnen. Und ich will abschließend sagen,
Bergbau ist oft in einer Schmuddelecke mit Umweltverschmutzung und vielen anderen Dingen, die in der Vergangenheit vielleicht auch nicht gut gelaufen sind im letzten Jahrhundert. Aber heute Bergwerk und Bergbautechnologie zu betreiben, hat ganz andere, auch technologische Maßstäbe. Und deshalb sollten wir alles dafür tun, dass wir unsere Rohstoffversorgung auch in die Zukunft sichern. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Malte Kaufmann für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bürger! Wir sprechen heute Abend über zwei Anträge. Einer ist von der Unionsfraktion, einer von unserer Bürgerpartei AfD. Beide Anträge gehen grundsätzlich in die gleiche Richtung, nämlich die Sicherheit der Rohstoffversorgung unserer Wirtschaft. Die soll endlich wieder in den Blick genommen werden und verbessert werden. Und da reicht es nicht, dass man auf Europa, auf die EU verweist. Wir müssen eine eigene nationale Strategie entwickeln zum Wohle unserer Wirtschaft. Ein Thema, das die Ampel bislang sträflich vernachlässigt. Dabei gehört die Absicherung unseres Landes mit den erforderlichen Rohstoffen zu den Kernaufgaben der Wirtschaftspolitik. Auch wenn Herr Habeck, der heute Abend leider nicht hier ist, offenbar glaubt, er müsse die Heizungskeller der Bürger reglementieren und dergleichen. Das, meine Damen und Herren, gehört eben nicht zu den Kernaufgaben eines Wirtschaftsministers. Gerade Herr Minister Habeck und seine Partei, die Grünen, werden schon bald feststellen, dass ihre vermeintliche Energiewende Rohstoffe in gigantischen Dimensionen erfordert, natürlich auch zu gigantischen Kosten. So benötigt man für die Produktion eines E-Autos ungefähr 7-mal so viel mineralische Rohstoffe wie bei einem Verbrenner. Und dazu werden enorme Mengen unter anderem an Lithium, Kupfer, Mangan oder auch Kobalt fällig. Kobalt gibt es zum Beispiel im Kongo, abgebaut dort unter, wie man hört und liest, teilweise Wildwestbedingungen, also weitgehend ohne Einhaltung irgendwelcher arbeitsrechtlicher oder ökologischer Standards, wie Sie sich es vorstellen. Und beim Thema Lithium sieht es auch nicht viel besser aus. Die Internationale Energieagentur schätzt, dass sich der Bedarf an Lithium bis 2040 ungefähr vervierzigfachen wird. Dazu werden weltweit hunderte neue Bergwerke benötigt. Glaubt irgendjemand ernsthaft, dass diese nach den Vorstellungen des deutschen Arbeitsrechts betrieben werden? Mit ihrer sogenannten Energiewende befördern sie also einerseits Wildwestabbaumethoden, und weil ihnen das dann doch andererseits moralisch irgendwie nicht haltbar erscheint, schneiden Sie die deutsche Wirtschaft mit dem unsäglichen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Zukunft von genau solchen elementar wichtigen Rohstoffen ab. Auf dieses Gesetz kommen wir im Laufe der Sitzung später noch zu sprechen. Aber ich möchte aus Sicht der AfD die wichtigsten Punkte für die Rohstoffsicherung unseres Landes nennen. Und die haben wir auch in unserem Antrag deutlich skizziert. Erstens. Wir müssen die Möglichkeiten heimischer Rohstoffgewinnung nach Kräften nutzen, natürlich ohne ideologische grüne Scheuklappen. Zweitens. Wir müssen zusammen mit der Wirtschaft definieren, für welche Rohstoffe und Produkte eine störungsfreie und krisenfeste Belieferung Deutschlands aus dem Ausland erforderlich ist. Und für diese Warengruppen muss dann eine Strategie der langfristigen Verfügbarkeit ausgearbeitet werden. Ich frage mich wirklich, warum die Bundesregierung immer noch keine Rohstoffstrategie vorgelegt hat. Genau, Frau Detzer, das ist peinlich. Das ist sehr peinlich. Ihre Politik ist peinlich. Und drittens, hierzu wird es absehbar erforderlich sein, mit relevanten Rohstoffländern Industriepartnerschaften zu vereinbaren. Und viertens, letztens, Deutschland muss endlich aufhören, fremden Ländern eigene Wert- und Moralvorstellungen aufzuzwingen, wie es beispielsweise das Lieferkettengesetz bezweckt, und auch auf EU-Ebene auf einen entsprechenden Gesinnungswandel hinwirken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort,
Das Wort hat der Kollege Reinhard Ruben für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wie ist eigentlich das Image des Bergbaus? Seit gut 1500 Jahren wird in Deutschland Bergbau betrieben. Seit Anfang des 18. Jahrhunderts ist es entscheidende Triebfeder unseres Wohlstandes, ist zum Teil identitätsstiftend. Und dennoch, Bergbau wird gerne in die Schmuddelecke gedrängt. Es ist staubig, antiquiert, wird als unnötig dargestellt, meine Damen und Herren. Das ist aber falsch. Wir haben in Deutschland die höchsten Umwelt-, Sozial- und Arbeitsschutzstandards der Welt im Bergbau. Und wer heute in ein Bergwerk geht, kann das nicht vergleichen mit der vielleicht manchmal romantischen Vorstellung des Kohlebergbaus der 60er und 70er Jahre im Ruhrgebiet. Wenn wir aber diese Standards haben, stellt sich doch die Frage, warum produzieren wir nicht selbst mehr Rohstoffe? Denn Deutschland ist ein rohstoffreiches Land. Die unterschiedlichsten Produkte sind genannt worden. Und es wäre selbstgenügsam und verantwortungslos, wenn man versucht, bestimmte Probleme ins Ausland zu schieben, weil man nach dem berühmten Spruch "Bitte nicht in meinem Vorgarten auf Bergbau verzichten." Die Zeitenwende ist angesprochen worden, aber meine Damen und Herren, dass Deutschland ein Land war, das immer schon Rohstoffe importieren musste, ist eigentlich nichts Neues. Und es ist nur einfach viel deutlicher geworden, wie abhängig wir sind. Und deswegen sind die Entwicklungen in Brüssel durchaus sinnvoll, und wir begrüßen die entsprechend auch schon dargestellten Vorgänge. Aber wir sollten vor allen Dingen Hausaufgaben bei uns selbst machen. Und das ist angesprochen worden. Wir brauchen ein Bundesberggesetz. Und ich sage mal, die Stimmung in den Koalitionsverhandlungen war eben die, dass man sagt, es kann nicht sein, dass wir irgendwo am Ende der Welt einen Rohstoff gewinnen und quer über die Meere nach Deutschland versenden, wenn wir hier in Deutschland selbst diese Rohstoffe haben. Deswegen brauchen wir Beschleunigung im neuen Bundesberggesetz, vor allen Dingen bei Genehmigungsverfahren. Wir brauchen ein Deutschlandtempo auch unter Tage. Wir brauchen verbindliche Stichtagsregelungen für Genehmigungen. Wir brauchen verlässliche Entscheidungen auf Basis der Rechtslage. Wir brauchen eine Rechtssicherheit, wenn Entscheidungen getroffen sind. Wir brauchen mehr Flexibilität auf der anderen Seite, also ein realitätsnaher Artenschutz, Population schützen statt Individuum. Geltungsdauer der Hauptbetriebspläne sollten wir verlängern und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren, keine Verunmöglichung und keine Gutachten schlachten. Und es ist angesprochen worden, meine Damen und Herren, Kreislaufwirtschaft. Ja, Kreislaufwirtschaft ist sehr wichtig. Wir müssen sie ausbauen, um eben die Möglichkeiten, die wir haben, zu nutzen und nicht nur auf neue Rohstoffe hin zu spekulieren. Aber ein Beispiel: In Brasilien gibt es bei Aluminium eine Recyclingquote von 95%. Trotzdem muss jedes Jahr in großen Mengen Bauxit nach Brasilien geliefert werden, um den entsprechenden Bedarf decken zu können. Also deswegen, Kreislaufwirtschaft ist sinnvoll, aber wir müssen deutlich darauf achten, wie viel Prozent wir wirklich von den entsprechenden Rohstoffen zurückbekommen. Und dann ist es auch angesprochen worden, Importe. Wir haben in vielen Ländern, wo Rohstoffe gewonnen werden, sehr schwierige Arbeits- und Sozialbedingungen, schlechte Bezahlung, Ausbeutung, Kinderarbeit. Und deswegen kann es nicht sein, dass wir hier unseren Wohlstand leben und die Probleme der Rohstoffgewinnung in andere Länder dieser Welt entsprechend zu exportieren. Und meine Damen und Herren, jetzt komme ich noch mal, ich nenne das jetzt mal, in den Bergbau des Bundestages.
wenn man sich Anträge vorstellt, die in hohen Stapeln in den Räumen dieses Hauses herumliegen, müsste man, um die beiden Anträge der CDU-CSU-Fraktion und der AfD-Fraktion zu finden, sehr tief graben. Beide sind nämlich heute genau 15 Monate alt geworden. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Armin Grau für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien, ja, wir brauchen bei den Rohstoffen resiliente Lieferketten und müssen einseitige Abhängigkeiten abbauen und diversifizieren. Dabei müssen weltweit hohe ökologische, soziale und Menschenrechtsstandards eingehalten werden. Bergbau darf nirgendwo mehr zum Nachteil etwa indigener Völker betrieben werden. Über diese Themen reden Sie im Übrigen nicht in Ihrem Antrag von der Union. Und wir brauchen Rohstoffförderung in Deutschland, aber sie muss umweltverträglich gestaltet sein. Wir wollen Genehmigungsverfahren beschleunigen, aber nicht zulasten der Umwelt. Wie das geht, hat die Trilog-Einigung zum Critical Raw Materials Act gerade gezeigt. Dort wurden die Recycling-Benchmarks von ursprünglich 15% auf 25% hochgesetzt. Und die Verfahren werden beschleunigt, aber nicht zulasten der Umweltverträglichkeitsprüfung. Das war ein schöner grüner Erfolg in Brüssel. Und so gehen Ökologie und Ökonomie auch zusammen. Das Wort Umwelt findet sich in Ihrem Antrag genau einmal. Und wo nämlich? Nämlich dort, wo Sie fordern, die rechtlichen Überprüfungsmöglichkeiten von Umweltverbänden einzuschränken. Und das ist sicherlich der falsche Weg. Sie wollen neue Offshore-Förderung von Öl und Gas in Deutschland und ignorieren dabei völlig, wie überlastet die deutsche Nordsee heute schon ist. Beim Fischsterben in der Oder haben wir die Folgen übermäßiger Belastungen in Polen gesehen. Probleme gibt es aber auch in Deutschland. Der Kalibergbau belastet durch die Einleitung von gelösten Abfallsalzen auch in deutschen Flüssen hier das Süßwasserökosystem, das äußerst fragil ist. Die europäischen Vereinbarungen zielen klar auf strategische Rohstoffbedarfe für die Energiewende. Es geht um Klimaneutralität, Recycling und Kreislaufwirtschaft. Hierfür gilt es, den richtigen Rahmen zu definieren. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, den Rohstoffabbau einfacher zu machen, ist mehrfach erwähnt worden, und gleichzeitig aber ökologische Belange zu stärken. Daran werden wir uns halten, Herr Ruhnhoff, keine Sorge. Ich habe in einem bergrechtlichen Genehmigungsverfahren als Kommunalpolitiker erlebt, was passiert, wenn der Rahmen falsch gesetzt ist. Da wird ein Ölförderprojekt rund 400 Meter von der Wohnbebauung auf freiem Acker und trotz mehrerer schützenswerter Arten genehmigt und jetzt natürlich beklagt von allen Seiten her. Wenn wir die Akzeptanz der Bevölkerung verspielen, erweisen wir der Rohstoffsicherheit in Deutschland einen Bärendienst. Wirtschaftliche Interessen und die Interessen der Anwohnerinnen müssen in Einklang gebracht werden. Es ist gut, wenn wir in Zukunft etwa Lithium bei mir zu Hause im Oberrheingraben gewinnen und dabei gleichzeitig Erdwärme nutzen. Diese Gewinnung muss und kann umweltverträglich erfolgen und kann einen wichtigen Beitrag zur Batterieproduktion leisten. So geht moderne Rohstoffförderung nämlich im Einklang von Rohstoffsicherung, Umwelt und Klimaschutz als Grundlage für einen nachhaltigen ökonomischen Erfolg in Deutschland. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Sebastian Rohloff für die SPD. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin der Union dankbar für den Antrag. Ich bin insbesondere dankbar, dass wir ihn nicht wieder kurzfristig abgesetzt haben wie vor Weihnachten, denn es lohnt sich immer, über Rohstoffpolitik zu reden. Und da der Antrag vom Oktober 22 ist, können wir auch einen gewissen Fortschritt feststellen. Wir sind in einigen Punkten nämlich sehr auf einer Linie, mit dem Unterschied, dass wir nicht nur darüber reden, sondern in den vergangenen Jahren viel angestoßen haben. Allen voran insbesondere die Frage der Begleitung des Critical Raw Materials Act auf europäischer Ebene und der Vorbereitung der Umsetzung in Deutschland. Die Diversifizierung von Lieferländern und die Gewinnung und die Verarbeitung von Rohstoffen vor Ort ist ein großes Ziel, was wir gemeinsam im Blick behalten müssen und das Ganze
muss mit Blick auf die geplanten Genehmigungszeiten auch noch im Rekordtempo passieren, wenn wir die entsprechenden Vorgaben schaffen wollen. Die sind ambitioniert und die werden wir schaffen, aber es ist ganz klar, dass ein Bekenntnis zu europäischen und insbesondere heimischen Rohstoffen immer kurze und sichere Lieferketten absichert und sich natürlich mit weniger Transport positiv auf die CO2-Bilanz auswirkt. Wertschöpfung vor Ort ist genauso sinnvoll, und dass wir in Europa für in der Regel höchste Umwelt- und Sozialstandards regeln sorgen können, ist genauso wichtig, und dementsprechend sind die Fortschritte hier dringend erforderlich. Praktischerweise hat sich der Critical Raw Materials Act gut in die Eckpunkte zur Rohstoffstrategie des BMWK vom Januar 2023, auch seit Ihrem Antrag passiert, eingefügt. Und ich freue mich auch, dass wir in diesen Tagen, spielt der Haushalt ja eine große Rolle, neue Unterstützungsformen für die Rohstoffpolitik in Deutschland einführen. Es ist, glaube ich, erstmal grundsätzlich unbestritten, dass wir beim Titel Ausgaben im Zusammenhang mit der Beteiligung der KfW an Rohstoffvorhaben, dem genannten Rohstofffonds, der hier groß gefordert wird und der aber kommt, möglichst viele Mittel brauchen. Und da haben wir einen Einstieg geschafft, ebenso mit dem Titel Rohstoffe für die Transformation. Und dementsprechend ist es gut, dass wir da auch haushalterisch einen Paradigmenwechsel haben. Denn es geht um eine kapitalintensive Branche, und es ist immer klar, dass man in Vorleistung gehen muss, weil die Rendite oft nach einigen Jahren der Investitionen erst eintritt. Und dementsprechend ist das auch ein deutliches Zeichen, dass der heimische Bergbau wieder mehr gewollt ist nach Jahrzehnten des Rückbaus. Und das geht auch mit Blick auf die Rohstoffstrategie in die genau richtige Richtung. Ich hoffe, der Kollege Westphal hat es angesprochen, auch auf eine zeitnahe Vorlage einer Reform des Bergrechts, um den heimischen Rohstoff Abbau weiter unter geltenden hohen Umweltstandards zu erleichtern. Aber, und auch das ist schon gesagt worden, wir müssen viel, viel schneller werden. Und die Idee, bei der Taktung der vorzulegenden Betriebspläne zum Beispiel konkretere Regeln zu schaffen und die Taktung zum Beispiel zu erweitern, wäre eine ohne Verletzung von Standards deutliche Beschleunigung, die eine Entlastung für die Bergbaubehörden genauso wie die Unternehmen darstellt. Und ich glaube, dafür müssen wir die rechtliche Grundlage schaffen. Die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie des BMUV muss ebenso schnell umgesetzt und vorgelegt werden. Das wird in diesem Quartal passieren, weil natürlich klar ist, dass jeder Rohstoff, der recycelt werden kann, nicht abgebaut werden muss. Und wir haben auch ganz neue Aspekte mit Blick auf die Rohstoffpolitik in unser Handeln eingeführt. Zum Beispiel ist die Frage der Rohstoffsicherheit in der nationalen Sicherheits- und in der China-Strategie prominent vertreten. Und auch Ihre Forderungen, das Lieferkettengesetz zu schleifen, gehen völlig ins Leere, weil natürlich klar ist, wenn wir da schwierige Partner identifizieren, sind die mit Blick auf eine verlässliche Rohstoffversorgung niemanden, auf den wir setzen sollten. Ich freue mich auf die Fortsetzung der Debatte und bin mir sicher, dass wir weiter schnell Fortschritte machen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Bernhard Loos für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist die erste Wirtschaftsdebatte dieses Jahres. Zur Lage lassen Sie mich feststellen. Leider ist genau das eingetreten, vor dem wir, die Union, immer gewarnt haben und Sie als Ampel aber ignoriert. Ihre ideologiegetriebene Wirtschaftspolitik hat uns um Wachstumstreiber zum Problemfall der EU werden lassen. Während der Euroraum ein Wachstum von 0,6% verzeichnete, hatte Deutschland 2023 mit minus 0,3% eine Rezession. Wenn in Frankreich, Italien, Großbritannien, Spanien, aber auch Japan, USA und China Wachstum stattfand, kann es doch nicht sein, dass die Ursache in dem globalen Einfluss liegt. Nein, es sind die Unberechenbarkeit, die handwerklichen Fehler der regierenden Ampel. Ja, die deutsche Wirtschaft sorgt sich um gesicherte nachhaltige Rohstoffversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen. Unsere Rohstoffversorgung steht auf drei Säulen: Förderung heimischer Rohstoffe, Import von Rohstoffen
sowie Gewinnung von Sekundärrohstoffen durch Recycling. Mit unserem Antrag reagieren wir auf grundlegende Entwicklungen, auf erhebliche Nachfrageveränderungen bei Rohstoffen aufgrund von Technologieentwicklungen, die Zunahme von Handelsstreitigkeiten und Beschränkungen und Marktverzerrungen durch staatliche Eingriffe in die Rohstoffbeschaffung. Deutschland ist bei vielen Rohstoffen zumeist vollständig auf den Import angewiesen. Wir müssen daher verstärkt alternative Versorgungsmöglichkeiten erschließen. Die Substitution von Primär- durch Sekundärrohstoffe kann hier einen wichtigen Beitrag leisten. Bereits heute stellt die Entsorgungswirtschaft gut 15% der in Deutschland benötigten Rohstoffe bereit und werden jährlich Rohstoffimporte im Wert von mehr als 10 Milliarden Euro eingespart. Also die Rückgewinnung von Wertstoffen aus Abfällen ist damit eine wichtige Säule unserer Rohstoffversorgung. Verantwortung für eine gesicherte Rohstoffversorgung heißt, Rohstoffabbau im eigenen Land und nicht nur im Ausland beschaffen und mehr Engagement bei der Rohstoffgewinnung im eigenen Land. Die unionsgeführten Vorgängerbundesregierung hatte noch kurz vor Ende der letzten Legislaturperiode gehandelt und das Bergrecht geändert, um unter anderem den heimischen Abbau von Lithium zu erleichtern. Die Ampelkoalition hat zwar im Koalitionsvertrag folgende schönen zwei Sätze geschrieben: Wir wollen unsere Wirtschaft bei der Sicherung einer nachhaltigen Rohstoffversorgung unterstützen, den heimischen Rohstoffabbau erleichtern und ökologisch ausrichten. Wir wollen das Bundesbergrecht modernisieren. Aber was ist bisher geschehen? Wo soll denn die Reise hingehen? Das fragen sich nicht nur betroffene Unternehmen, wie zum Beispiel die Gips- und Rohstoffindustrie. Fakt ist, Regips hat aktuell einen Anteil von noch ca. 55% im deutschen Gips-Rohstoffmix. Ein verstärktes Recycling würde mengenmäßig nur zu etwa 10% entlasten. Importe können Versorgungslücken nicht ausgleichen. Deshalb bedarf es der Neuaufschließung von Gips-Abbauflächen und der Beseitigung bestehender Hindernisse bei erforderlichen Produktionssteigerungen in existierenden Gewinnungsarealen. Hätten die Grünen TTIP seinerzeit nicht so diskreditiert, wäre CETA nicht so lange von der SPD wie jetzt auch das Mercosur-Abkommen verzögert und überfrachtet worden. Dann stünde Deutschland und die EU heute viel besser abgesichert da. Deutschland war und ist eine große Exportnation. Dazu braucht es die zuverlässige Versorgung mit Rohstoffen. Wir als Union stehen daher aus voller Überzeugung für freien Handel und verlässliche Rohstoffpartnerschaften, die Planungssicherheit garantieren. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch für das kleine Zeitgeschenk. Das Wort hat der Kollege Manuel Gerber für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin ganz dankbar, dass ich in den letzten drei Minuten noch einmal über den globalen Süden sprechen darf. Ich war schon ein bisschen verwundert, wenn wir über Rohstoffe sprechen, ist der globale Süden natürlich Ansprechpartner Nummer eins. Dort sind viele wichtige Rohstoffe. Von daher war ich etwas überrascht, dass das Thema Menschenrechte, ILO-Kernarbeitsnormen, Umweltstandards irgendwie in beiden Rednerinnen und Rednern, nee, Redner waren es, sowohl von der AfD als auch von der CDU keine Rolle spielten. Aber das kann ich jetzt nachholen. Denn man muss schon sagen, wir haben es teilweise mit schwierigen Partnern im globalen Süden zu tun. Das ist so. Das sind jetzt nicht unbedingt alles lupenreine Demokratien. Ja, in Ordnung. Und wir wissen, dass wir nicht nur mit lupenreinen Demokratien handeln können. Das wissen wir und das machen wir ja auch nicht. Aber es ist trotzdem so, dass Werte kein Klimbim sind. Ich glaube, Herr Kaufmann hat das irgendwie so bezeichnet. Natürlich müssen wir auch klar machen, dass wir Werte haben. Wir wollen aber nicht moralisch hingehen und die Top-Down machen, sondern im gemeinsamen Diskutieren, im gemeinsamen Miteinander auf Augenhöhe. Und das ist, glaube ich, auch Ziel und das machen wir und das ist auch gut so. Was aber auch im globalen Süden verlangt wird, wenn wir über Partner sprechen, mit denen sonst Handel getrieben wird, China ist heute häufig gefallen, dann sagen die uns eines: Wir müssen nicht nur mit China arbeiten. Wir wollen auch nicht nur mit China arbeiten. Aber wir wollen mit einem Europa arbeiten, wir wollen mit einem Deutschland arbeiten, was uns nicht nur als Rohstofftankstelle sieht, so wie das früher der Fall war, sondern
Partnerschaft auf Augenhöhe. Das heißt, wir müssen uns auch über das Thema Wertschöpfung unterhalten. Denn was macht China? China zieht die Rohstoffe ab, baut dafür Infrastruktur mit horrenden Krediten und macht das sogar noch mit eigenen Arbeitskräften. Das heißt, die betroffenen Länder kommen in eine wahnsinnige Teufel, in eine Spirale, aus der sie ganz schwierig wieder rauskommen. Da müssen wir Alternativen schaffen. Und ich glaube, über das Thema Wertschöpfung, über das Thema Know-how, über eine Partnerschaft auf Augenhöhe sind wir da auf dem richtigen Weg. Und wir haben ja auch schon viel getan politisch, das muss man auch sagen, mit Handelsabkommen, mit einem Rohstoffstrategie der Europäischen Union. Ich sage es auf Deutsch, weil den englischen Begriff dazu finde ich ein bisschen kompliziert. Die nationale Sicherheitsstrategie, kontinentale Strategien und, und. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber auch die Wirtschaft muss mitmachen. Denn warum sind wir denn so schlecht beim Lithium? Ja, weil Trends verschlafen wurden. Ich komme aus Niedersachsen. In Osnabrück ist ein Automobilwerk eines bestimmten Automobilherstellers. Der Trend wurde verschlafen und den muss nachgeholt werden. Das heißt, es ist nicht nur eine politische Aufgabe, sich um Rohstoffe zu kümmern. Es ist natürlich auch eine Aufgabe der Wirtschaft und das in Partnerschaft. Und wenn da Trends verschlafen werden, braucht man sich am Ende des Tages nicht wundern, wenn man hinterherhängt. Von daher auch da mit voller Kraft voraus und zwar gemeinsam. Und ich würde gerne noch was zum Thema Lieferkette sagen, habe aber keine Zeit mehr. Ich glaube, kommt ja noch ein Antrag zur Abschaffung der Lieferkette in 2,5 Stunden. Deswegen kann ich es nachholen. Die letzten 20 Sekunden für den Abend und bis dann. Dankeschön. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses zu dem Antrag der Fraktion der CDU/CSU mit dem Titel Deutschlands Rohstoffabhängigkeit reduzieren, neue Rohstoffpartnerschaften auf den Weg bringen, heimische Rohstoffgewinnung stärken. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 7010 den Antrag der Fraktion der CDU/CSU auf Drucksache 4042 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Die CDU/CSU-Fraktion. Wer enthält sich? Die AfD-Fraktion. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Tagesordnungspunkt 18b. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Für eine erfolgreiche Politik der Außenwirtschaft und der Rohstoffsicherung ohne ideologische Scheuklappen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 9793 den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 4065 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und der CDU/CSU-Fraktion gegen die Stimmen der AfD-Fraktion angenommen. Ich komme zurück zum Tagesordnungspunkt 17 und zum Zwischenruf der Abgeordneten Beatrix von Storch. Mit ihrem Zwischenruf am Ende der Rede des Abgeordneten Armand Zorn haben sie sich erneut herabwürdigend und respektlos über die Abgeordnete Ganserer geäußert. Auch im Ältestenrat ist bereits mehrfach besprochen worden, dass ein solcher Umgang unter Kolleginnen und Kollegen nicht hingenommen werden kann. Ich rufe Sie erneut zur Ordnung. Und da ich Ihren Zwischenruf gerade eben gehört habe, werde ich jetzt schauen, wie wir diesen Vorgang hier entsprechend unserer Geschäftsordnung weiter würdigen. Ich komme im Laufe der weiteren Debatten darauf zurück. Ich halte gleich fest, dass ich auch prüfe, inwieweit weitere Zwischenrufe aus den Reihen der AfD-Fraktion den Tatbestand der Kritik der aktuellen Sitzungsleitung entsprechen und behalte mir auch diese Maßnahmen vor. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 23. Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs